100 Folgen später. Herzlich willkommen zurück bei Fire Emblem Three Houses in der 101. Folge. Wie gesagt, wie ich schon im letzten Part erwähnt habe, 100 Folgen und noch mehr. Und das Ende ist eigentlich in Sicht jetzt, ne? Eigentlich ist das Ende jetzt in Sicht, weil bei der Infiltrierung von Anbar, also entweder wird da das Game enden, oder danach wird vielleicht noch ein Fight kommen oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Bin sehr gespannt auf jeden Fall. Aber mit der Story soll es heute noch nicht weitergehen. Wir werden dann in der nächsten Folge weitermachen mit der Story. Heute gibt es jetzt noch einen weiteren optionalen Kampf, nämlich die Banditenjagd an der Küste. Und dann werden wir uns noch die restlichen Gespräche anhören. Ob wir alle Gespräche schaffen werden, glaube ich zwar nicht. Aber wir werden so viele Gespräche hören, wie geht. Let's go! So, da sind wir. Und es ist halt wieder diese Küste, ne? Wo man sich überhaupt nicht bewegen kann. Ich mag diese Map nicht. Und kommt mir das nur so vor, da sehen diese Ritter irgendwie glänzender aus als sonst. Der hat einen Goldbeutel. Aber ansonsten nichts Besonderes, ne? Die Map kennen wir ja jetzt schon in- und auswendig. Viel für die Unterstützungsgespräche werde ich auch nicht tun. Schauen wir erstmal, wer mitkommt, ne? Das übliche Prozedere, ihr kennt das alle. So. Erstmal schauen. Es gibt schon ein paar Leute, die Level 43 sind. Das ist ganz in Ordnung. Ich hänge tatsächlich ziemlich weit hinten zurück. Aber ich werde mich jetzt mal ignorieren. Weil ich denke, bei Anbar werde ich dann wieder richtig reinhauen. ja, die sind alle Level 42. Außer Claude jetzt. Der ist schon ziemlich gut fortgeschritten. Petra auch. Mercedes ist auch schon Level 43. Das ist super. Also Catherine hat noch ein Gespräch zum Freischalten. Seth hat noch Gespräche. Annette und Felix haben noch was. Hilda, Leonie. Flane mit Claude und Petra. Ich glaube, das sind alle neun Leute, die noch irgendwelche Gespräche haben. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Doch, das müssten... Ja, das müssten jetzt alle, müssten alle sein. Und dann bin noch ich da als Zehnter. Passt. Auch wenn jetzt hier Claude und Petra eigentlich schon Level 43 sind. Wobei, dann brauche ich ja nicht wirklich so auf die Gespräche gehen, ne? Die werden wir ja schon irgendwie freischalten. Aber ich weiß halt nicht, wann das Game endet. Und weil ich ja noch alle Gespräche freischalten will, mache ich das jetzt einfach. Claude und Petra müssen ja nicht mitfighten. Die können ja einfach hinten gammeln. Aber keiner von denen kann sammeln machen, ne? Richtig? Hat Petra einen Move zum Sammeln? Nee. Hat sie leider nicht. Hat Claude sowas? Nee, hat er auch nicht. Schade. Das heißt, Claude und Petra macht eigentlich keinen Sinn, dass die beiden dabei sind, weil die kämpfen müssen, damit sie ihre Gespräche boosten können. Dann packe ich die beiden auch wieder weg, wenn ich ehrlich bin. Dann können die beiden auch gleich wieder weg. Dann nehmen wir jemanden, der noch hinten hängt. Dorothea und Marianne könnten wir mitnehmen. Oder Raphael und Shamir. Ja, dann kommen Raphael und Shamir, kommen mit. So, Flane hat einen Sammelmove. Annette hat auch einen Sammelmove. Seth hat einen Sammelmove. Ich guck mal bei Leonie und Hilda, ob die auch so einen Sammelmove haben. Hier, Fertigkeiten. Hilda. Sie hat sowas nicht, ne? Nein. Sie hat das hier. Nee, das ist kein Rauben. Kein Sammeln, meine ich. Bewegung plus 1. Erhöht Bewegung um 1. Das könnten wir die vielleicht mal geben. Das ist gut. Behändigkeit um 4. Autorität Level 4. Nehmen wir deine Autorität Level 4, oder? Verleiht beim Verwenden von Strategien Kraft plus 8. Ihre einzige Strategien ist schneller Schritt. Und den zaubert sie auf uns. Kriegen wir dann Kraft plus 8? Weiß ich gar nicht. Ich nehme ihr Autorität weg. Tausch mit Bewegung. Genau, sie hat Sammeln. Flane hat Sammeln. Hat Catherine sowas? Nein, glaube ich nicht. Ja. Ist okay. Fangen wir einfach an, würde ich sagen. Ich gucke nochmal, wer wo steht. Aber das ist eigentlich auch relativ, weil man kann sich hier sowieso kaum fortbewegen. Ach, das ist schon... Das ist so ekelhaft, dass man sich überhaupt nicht vorbewegen kann. Das stört mich. So, Felix und Annette packe ich aber nebeneinander. Beziehungsweise... Seth hier hin, Hilda hier hin, Leonie dahin. Annette und Felix hier hin. Catherine kann noch dahin. Oder am besten hier hin.
Oder da, ich weiß nicht. Ist ja auch egal. Komm, fangen wir einfach an. Wollen wir hier nicht unnötig Zeit verschwinden. Beginnen wir einfach die Schlacht und gucken, wie wir das jetzt machen. So, du kannst... Seth hat halt noch ein Gespräch mit Hilda, mit Leonie und mit Catherine. Und ich drücke halt bei jedem immer mal wieder auf Sammeln, aber vielleicht sollte ich mich erstmal auf eine Person fokussieren, damit eine Person endlich mal das Gespräch mit Seth erreicht. So, dann bleibst du halt da. Du steigst mal bitte von deinem Pferd ab. Das bringt dir hier nichts. Ja, Flayne, du hast mit Claude noch ein Gespräch, glaube ich. Stimmt. Und Claude habe ich jetzt weggepackt, ne? Egal. Dann bist du halt einfach so dabei. Stört ja nicht. Du machst Sammeln auf Felix. Okay. Und Flay, du kannst mit der Rettung immer Erfahrungspunkte bekommen. Ich weiß gar nicht, welches Level du gerade bist. Oh, bald Level 43. Gut, dann brauchst du ja kaum was machen heute. Das ist gut. Wer hängt denn jetzt ganz hinten? Leonie mit 600. Raphael mit 600. Und ich halt ganz, ganz hinten. Ja, Raphael, denn von da kannst du bestimmt deinen Tomahawk schmeißen. Ja. Ja, super. So, Shamir kann überhaupt nicht nach vorne gehen. Das suckt. Ja, Leonie, dann snackst du dir mal den Kill hier. Ach ja, mit der Lanze geht das nicht. Ja, da brauchst du nicht in die Nähe gehen. Bleib da und snipe den von da weg. Dann stehst du auch neben Seth. Bedeutet, eure Unterstützung boostet sich. Sehr schön. Hm. Dann packen wir Catherine dahin. Und Hilda kann ja den schon mal angreifen, warum nicht? Die brauchen auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Sehr schön, super Crit. Und Level 43. Ihre Bataillon ist auch gemaxt, habe ich gerade gesehen. Perfekt. Level 43 ist schon ziemlich gut. So, ihr bleibt mal so, obwohl du geh so weit noch wie möglich nach vorne, ich auch. Ganz dahin. Der greift jetzt wieder Hilda an. Ist vielleicht nicht so toll. Aber gut, sie hat ihn ja nicht gekillt. Dann kann Catherine sich den Kill holen. Ach, hier oben ist ja noch ein Monster. Total vergessen. Juckt aber nicht, wenn ich ehrlich bin. Das Monster hat auch ein Item. Wahrscheinlich irgendwas, was man zu einem Silber-Item veredeln kann. Krass, das hat viel Schaden gemacht. Ich schau mal kurz, was der hat. Wahrscheinlich nichts Wichtiges. Ja, Rostschwert. Kann man das zu irgendwas Krassem? Ja, ein Silberschwert. Juckt nicht. Das juckt nicht. Du hast auch noch 600. Ja, dann geh mal hier hin und hol du mal dir den Kill ab hier. Zack, der ist tot. Sehr schön, das war gut. So, Hilda, du kriegst eine Erholung von mir. Dann krieg ich auch ein bisschen Erfahrungspunkte. Sehr schön. Flayne, du wirst jetzt Level 43 mit der Rettung. Zack. Die kann das 6-mal machen, Alter. Dann kriegt sie 6-mal diese Erfahrungspunkte. Das ist richtig geil. So, Shamir, du kannst irgendwie nichts machen, weil du dich einfach kaum bewegen kannst. Ist schon irgendwie scheiße. Du kannst hier aber noch Level 43 werden. Sehr gut. Okay. Das hätten wir auch. So, Catherine kann hier... Bleibt da stehen, ganz ehrlich. Shamir kommt ein Stück nach vorne. Toll. Du bist fast Level 43 und du auch. Naja, du musst noch ein bisschen mehr machen. Dann packen wir dich dahin. Und du gehst dahin und greifst den schon mal an. Der ist gedodged? Der ist gedodged bei einer 94%igen Wahrscheinlichkeit? Willst du mich verarschen? Wie viel Pech kann man bitte haben? Guck dir das mal an. 94%ige Wahrscheinlichkeit, dass wir ihn treffen und er dodged. Dann müssen wir die Blitzaxt machen oder den Helmspalter. Oder ich guck mal hier, Silberaxt plus. Da können wir die Blitzaxt machen. Oder den Streit kommt. Nee, Silberaxt plus. Machen wir so. Das sollte dich auf jeden Fall killen. Sehr gut. So.
Du bist schon Level 43, genau. Du musst noch ein bisschen was killen. Wenn ich dich jetzt hier hinpacke, dann greift dich jeder an, dann kriegst du unnötig extrem viel Erfahrungspunkte. Deswegen bleib mal da. Bleib mal da. Die werden schon zu dir kommen und du kannst erstmal nach hinten gehen. Sollen die erstmal ein bisschen nach vorne kommen. Jeder kann sich einfach so überhaupt nicht weit bewegen. Das ist irgendwie echt scheiße. Mir gefällt die Map auch überhaupt nicht. Generell so Maps, wo man sich kaum bewegen kann, sind einfach langweilig. Mal wieder das Spiel leckt, wenn ich den Kampf beschleunige. Die Switch kommt damit überhaupt nicht klar. Die glüht auch bei mir richtig gerade. Die pustet so richtig. Schon krass. So. Ein Kill wäre noch gut bei dir, Seteth. Du machst hier wieder, ne? Rettung. Wobei, kriegt Flayn, warte mal, ich spule das kurz zurück, kriegt Flayn bei einer Stärkung auch Erfahrungspunkte? Das würde ich gerne mal wissen. Das weiß ich gerade nicht. Ja, kriegt sie, okay, dann mach das. So, du gehst hier hin, machst Sammeln. Felix kann dahin gehen. Du stellst, nee, ja komm, stell dich dahin. Catherine hat auch gar nichts gemacht. Seteth, geh mal hier hin, mach wieder Sammeln auf Leonie. Und bleib da. Und Catherine, du gehst hier hin. So, Leonie, du bist ja schon Level 43, du machst nichts. Schmier, du musst auch noch was tun. Aber kannst du gleich. Ja, super. Das ist schon geil. Mit ihrem Pfeil und Bogen kann sie halt von weiter weg Leute killen. Da brauchst du nicht so weit gehen. Fast Level 43. So, und du kannst hier den hier killen und Level 43 werden. Sehr gut. Okay. Das war doch gut. Braucht irgendjemand eine Heilung? Du oder was? Bitteschön. Oh, der Oberkick. Wer wird denn jetzt den Oberkick ausschalten? Eigentlich... Nee, ich will das nicht machen. Auch wenn ich am weitesten hinten liege... Ich werde bei Anbar dann wahrscheinlich wieder richtig aufräumen, deswegen will ich den Kerl eigentlich nicht killen. Und Seteth ist auch Level 43 geworden gerade. Genau, Catherine hat heute auch noch nichts gemacht. Den Kill kann sie gerne haben. Und sie ist auch Level 43 geworden, super. So will ich das sehen. So muss das sein. Der trifft wieder zweimal nicht, was ein Lappen. Und ist tot. Rip, niemand wird dich vermissen. Jetzt greift das Monster den da an. Macht kaum Schaden. So, Oberkick. Der gibt richtig Erfahrungspunkte, ne? Du bist Level 43, 43. Du bist eigentlich auch schon Level 43, wenn man das so sehen will. Yep, yep. Ich halt nicht. Flayn ist Level 43, Hilda auch schon. Annette... Machen wir es jetzt folgendes. Du machst hier Strategien auf Annette und Felix. Und die gehen mal rüber zu dem Oberkick. Ich werde Annette den Oberkick killen lassen, weil sie kaum zuschlägt eigentlich. Du gehst mal weg da. Kannst du dich schon mal da hinstellen, dann hat der dich auf jeden Fall... Oh, du kannst angreifen dann. Mit der Kurzaxt, die keinen Schaden macht. Oh, mit Windschnitt kannst du aber killen. Das ist gut. Dann nehmen wir den Felix, packen ihn daneben. Und du... Killst jetzt den Oberkick. Oh yeah, mit dem Crit. Sehr schön. Und sehr viele Erfahrungspunkte bekommen. Geil, sie ist Mitte Level 43 schon. Super. Das war doch episch. So, Flayn in die Mitte. Stärkung. Episch. So, was jetzt? Ihr seid jetzt alle Level 43 oder was? Nur ich nicht? Nee, Shamir muss noch. Und Felix muss noch, okay. Aber das sollte relativ schnell machbar sein. Dann machst du Sammeln wieder auf Leonie, bitte. Wie gesagt, ich booste erstmal das Gespräch zwischen Seteth und Leonie. Kannst du da hin? Du bleibst da. Und ich gehe hier hin. Die flüchten jetzt, oder was? Was sind denn das für Keks?
beziehungsweise nicht flüchten, die gehen wahrscheinlich zu dem Piraten hier, um ihm gegen dieses Monster hier auszuhelfen. So, du machst Sammeln auf Felix. Beziehungsweise, warte mal. Du machst das so. Hier hin. Sammeln. Genau, so, Felix geht jetzt hier hin. Und hier kann er leider niemanden killen, aber Shamir kann von hier den Typen da ein bisschen Schaden machen. Ich muss ihn nicht unbedingt killen. Genau. Das reicht ja für Level 43, super. Felix muss halt jetzt noch jemanden killen. Am besten während Annette neben ihm steht. So, du machst hier wieder Rettung. Genau, super. Du machst hier wieder Sammeln auf Leonie. Schön, bleib dort. Ja, ihr könnt eigentlich alle so bleiben. Ja, bleiben wir so. Okay, jetzt kriegt Shamir doch den Kill, aber ist nicht schlimm. Da sind ja noch zwei andere Cracks. Oh, das hat sehr viele Erfahrungspunkte gegeben. Alter Schwede. Sehr gut, der geht schon mal in Felix Nähe, so muss das. Der trifft wieder nicht. Das Monster braucht aber echt lange, um den Typen umzubringen, ey. Eventuell ist der Typ next turn tot. So, du wieder sammeln auf Leonie. Auf Leonie, bitte. Ich weiß, mit Hilda hast du auch noch ein Gespräch, aber wir wollen erstmal einen Charakter boosten. So, du machst hier wieder deine Stärkung. Okay, so. Annette hier hin. Sammeln auf Felix. Genau, und Felix, du gehst hier hin und killst jetzt diesen Kick hier. Und sein Schwert ist bald auf A. Sehr gut. Okay, das war's dann, glaube ich. Da oben ist jetzt zwar noch ein Kick. Den wird wahrscheinlich Seth killen, weil der sich am meisten bewegen, am schnellsten bewegen kann jetzt. Der wird wahrscheinlich durch das Monster verrecken. Genau, jetzt ist der auch endlich mal tot. Hat ja lange gedauert. So, wieder sammeln auf Leonie. Du kannst Strategien machen, wenn du willst. Obwohl, ja, erstmal so, ne? Erstmal Strategien. Genau, und jetzt sammeln. Zack. So, dann fliegen wir dich schon mal direkt vor den Typ mir, damit der dich auf jeden Fall sieht und dich nicht übersieht. Sammeln. Oh, das Gespräch wurde erreicht zwischen Annette und Felix. Sehr gut. Dann brauche ich auch kein Sammeln mehr machen. Dann kannst du Heilung machen. Kriegst du noch Erfahrungspunkte dafür. So, und du machst wieder hier Rettung. Genau. Ja, Turn beenden. Der greift jetzt wahrscheinlich Settet dann. Genau, super. Und der killt ihn noch direkt. Tschüss. 105. RIP. So, und wer killt jetzt das Monster? Auch Settet oder was, weil er am nächsten dran ist. Ja, Leonie ist zu weit weg. Ja, Catherine, komm mal so weit wie möglich nach vorne. Dann machen wir Sammeln auf dich. Ja. Annette ist schon ziemlich gut gelevelt. Annette kann bis dahin gehen, Felix bis da. Ja, dann macht Felix das einfach. Komm, Annette, tanz ihn an. Und dann wird Felix das Monster im Alleingang killen. Für den Tanz hat sie jetzt auch nochmal Erfahrungspunkte bekommen. Sehr gut. Und Felix kann da jetzt angreifen. Strategien 60. Kann sie noch so ausschalten. Gut. Hauptsache, wir kommen hier jetzt endlich weg. Ah, er hat leider nicht getroffen. Aber egal, sein Schwert ist jetzt auf A. Wendige Klinge erlernt. Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Sehr gut. Das Monster geht auf Annette. Willst du mich verarschen? Da kriegt halt Annette den Kill, ne? Mir ist das egal. Für die eine HP-Bar natürlich. So. Jetzt machst du wieder Sammeln auf Leonie, bitte.
bleib da, du kannst hier wieder deine Rettung machen. Oder deine Stärkung, das gibt, glaube ich, mehr Erfahrungspunkte. Alter, ist das krass, wie viele Punkte das gibt. Ja, Annette, Felix, hierhin. Greif einmal an. Ja, Felix, du musst auch treffen, bitte, ja, okay. Bitte treffen. So, tot, geschafft, Ende im Gelände. 7200 Gold bekommen, brauchen wir gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Banditenjagd an der Küste in 9 Zügen geschafft, Zertif ist der Held. Der Tag der Infiltrierung ist gekommen und die wird dann im nächsten Part losgehen. Ich gehe noch kurz hier auf die Bataillonsgilde, stelle sie alles wieder her. Dann gehen wir noch kurz hier. Ne, nicht hier. Doch, ja. Schmieden wir dieses komische Silberschwert. Wo ist das? Dorostschwert, genau. Silberschwert schmieden. Zack. Okay, dann noch zum Laden. Den Goldbeutel verkaufen. 2 Stück habe ich sogar. Weg damit. Okay. Das hätten wir. Und jetzt gucken wir, welche Gespräche wir freigeschaltet haben. Also Felix. Alter, Felix hat ultra viele Gespräche. Felix mit Annette das Gespräch haben wir freischalten können. Leonie mit Zedith haben wir auch endlich freischalten können. Sehr gut. Catherine mit Zedith haben wir auch freischalten können. Das ist auch gut. Und dann hat er noch Zedith mit Hilda ein Gespräch, aber das haben wir leider noch nicht freischalten können. Aber ey, wir haben schon sehr viele Gespräche jetzt alleine durch diesen Kampf gerade freigeschaltet. Das ist ziemlich gut. Haben wir sonst noch irgendwas freigeschaltet? Ich glaube nicht, ne? Nee. Genau, okay. So, dann fangen wir jetzt mit den Gesprächen an. Wir haben ja 5 Millionen. Wollen wir uns auf einen Charakter fokussieren? Wer hat denn die meisten Gespräche? Ich glaube Felix, ne? Ja, die haben alle nur... Oh, Lorenz hat 4 Gespräche. Merken wir uns das. Felix hat 5 Gespräche. Okay, dann machen wir heute Felix fertig. Heute verprügeln wir Felix, Leute. Aber wer sich mit Felix anlegt, der muss aufpassen. Ne? Felix ist kein leichter Gegner. Ja, Felix ist derjenige mit den meisten Gesprächen. Gut, dann machen wir Felix fertig heute. Felix mit leistet ihr... This fated day. You don't change. Still prattling on about it. Aw, come on. I just want to hear what you thought of the cake I gave you. It was edible. If by edible you mean incredible, then yes, I agree. It was satisfying and lightweight. I imagine it would be quite useful as a battlefield provision. Please refrain from lumping delectable cake into the same category as provisions. You're upset and I don't understand why. I'm complimenting the cake. You cured my dislike of sweets. For that, I thank you. You have an interesting way of giving compliments. But I'm glad you liked it. Yes. Got any cakes on you? You say that as though I just carry cake on me at all times. Did you want some? That's not what I meant. If you've baked a cake, however, I wouldn't object to eating a slice. If cake is what you want, you can just ask me directly. It just so happens I have a brand new recipe I tried out, special for you. It's delicious and not overly sweet. Perfect for you. Okay. Go on, take a bite. Hmm. You love it, I can tell. Here, try this one out too. Mm-hmm. See? So amazing, huh? Just keep working on that sweet tooth of yours. Then we can share cake notes together and eat cake together all the time. That is, it just sounds nice is all. Hmm? Okay, that does sound nice. Lysithia war ja richtig am Blushen. Ich glaube, das hat noch keiner hingekriegt. Lysithia so krass zum Blushen zu bringen. Das hat keiner geschafft bis hierhin. Wow, also Felix. Also erstmal, dass Felix jetzt von gar keinem Süßkram auf Süßkram jetzt gewechselt ist und dass Lysithia so geblusht hat. Wow.
beide haben wieder so, das war schön. Lysithia hat da echt, ja, sie war voll glücklich. Das hat mir voll gefallen, gerade sie so lächeln zu sehen und so glücklich zu sehen. Und Felix hat es auch gefallen, also schön. Sehr schönes letztes abschließendes Gespräch. So, Felix hat mit Dorothea und mit Annette ein Doppel-A, das heißt, die beiden kommen als letztes. Dann machen wir Felix und Mercedes. Was ist das? Ups, ich habe fast meine Kopfhörer weggeschmissen. Aus Versehen, mein Controller ist gegengekommen. Interessanter Gesprächsstart, Leute. Do you need something? Let's hear it. Oh, no, I don't need anything. I was just hoping to talk to you, Felix. When I said you could be near me, I meant on the battlefield. You're pushing it a little too far. You better not start calling me Emil. You know, I'm not just using you as a stand-in for my brother. I don't mean to upset you. But I've come to realize that you two don't have that much in common after all. I don't understand. Why are you hanging around me if not to replace your brother? It's not that I want to be near Emil, but I want to be near you. What? How embarrassing. It must sound like I'm coming on to you. Regardless, you've made it clear that you don't want me around. No. It's not that. Good. Then I'll continue to spend time at your side. What a perplexing creature. What's that? Did you say something? Never mind that. Why don't we go out for a nice cup of tea? I can't think of a reason to refuse your invitation, so I suppose I have to accept. Und jetzt war Felix am Blaschen, Alter. Was ist denn hier los heute? Wow. Gegen Tee hätte ich jetzt auch nichts, ne? Oh, jetzt so ein... Also es ist... Ich muss sagen, es ist jetzt gerade richtig heiß hier. Ja, ich nehme das Ende August auf gerade. Es ist verdammt heiß in diesem Zimmer, aber... Egal wie heiß es ist, ich könnte immer Tee trinken, Alter. Und jetzt gerade eben... Mein letzter Tee ist 5 Stunden her. Und ich könnte wieder einen Tee trinken, wirklich. Es ist einfach episch. Tee ist einfach... Könnte ich immer wieder trinken. Aber, ja, was soll ich jetzt zum Gespräch noch sagen? Außer, dass das echt... Ja, was soll ich dazu sagen? Mir fehlen ehrlich gesagt die Worte. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ich denke, es so stehen zu lassen reicht aus. Diesmal war Felix am Blaschen. Ja gut, Mercedes war auch am Blaschen, ne, am Anfang. Ja... Alle am Blaschen heute. Felix mit Flehen. Felix! You, what is it now? Do not fret. I have not come to ask you to chop wood. I have other things to speak of with you. You said that for one to live, they must also be prepared to kill. This again. Yes, that's what I said. You still have a problem with that? No, I do not have a problem with it at all. I simply want you to live too. Oh, okay. Then I'll get back to my training. Excuse me, I am not finished yet. During this time of war, you must wield your sword to ensure your own life. If that is the case, then it follows that we should bring an end to this war. To end the war, you'd have to kill more people. Perhaps that is true. But once all is said and done, there would no longer be a need to kill, only to live. Is that not so? That's pure fantasy. But if it came to pass, there would be no place for me. What would I do? I was raised to swing a sword. That's all I know. In a world without strife, warriors like me would be lost souls. It's tragic in a way. We fight to bring peace, and then, if we achieve it, we lose our purpose. I do not think that is anything you should worry yourself over. If the war ends and peace reigns, I shall be sure to have plenty of wood chopping for you to do. What a generous offer. And you will never be short on fruits and vegetables to chop for me either. If you felt like you lost your purpose in life, surely you would find a new purpose.
It is not like you to be afraid of losing something after all. I never thought about it, but maybe there is a path for me in peacetime. I'm intrigued. I might even like to realize this fantasy of yours. Oh, that brings me such joy, Felix. Together, we can make this a reality. I can see it now. A life where you slice vegetables rather than people. I will greatly enjoy the day when we inhabit a world like that. Ja, dann gewinnen wir doch diesen Krieg, damit Felix vielleicht einen weiteren Purpose fürs Leben findet und nicht nur für Flehen Gemüse und Holz hacken muss. Würde ich mal sagen, ne? Okay, Felix mit... Ist eigentlich egal, ne? Machen wir Felix mit Annette. Now the flowers are all taken care of. Huh? Felix? Why are you hiding there? I'm not hiding. No? Then what are you here for? You don't even have a real reason, do you? No, I don't. Then why? Because of you. What? What's that supposed to mean? I want you to sing for me. I hear your voice when I'm asleep or in battle. It's like I'm your captive. My captive? What are you saying? Oh my, I'm suddenly really flustered. I can't help it. I don't know what I'm saying. Forget I said anything. Felix, are you... blushing? I don't know. Shut up. I'm not blushing. Well, if you feel like that about it, I suppose I could sing for you sometimes. If you like that sort of thing. Oh? I'd better go. Bye. Hey, wait! You just got here! Do you want to hear me sing or not? Yes, I do. Well, what song do you want me to sing? Bears, swamp beasties, boxes, or dungeon? I'd like to hear all of them, if you don't mind. Starting with the library song in full. Sing for me, please, Annette? Well, okay. Just this once. Ich sag ja, jeder am Blushen heute, Alter. Holy shit. Das ist jetzt die fünfte Person oder so, die heute geblusht hat. Und dreimal war so wie Felix oder so. Krass. Wow. Hört ja gar nicht mehr auf hier. Um was wollen wir wetten, dass hier in diesem Gespräch auch einer blusht, ne? Felix und Dorothea. So, Felix, is the tea to your liking? It is. It's nice to relax like this every now and then, isn't it? It is. You said some of your equipment is damaged, didn't you? It is. Was ist das? Are you not in the mood to talk? We could discuss your family or what's happening in high society. Flavors of tea? Your favorite jokes? None of those. I already told you, I don't joke. Of course, only cynicism. Oh, I know. We're holding a small opera in the cathedral soon. I'll be singing too. If you're interested in... but of course you aren't. You can sing? I'm sorry. What did you just say? Can I sing? I was only a diva of the Mittelfranc Opera Company, that's all. Oh, right. I forgot. You forgot? Am I that uninteresting to you? What must you think of me? You're insincere and loud, is what I think. But you do make a good sparring partner. And a good tea companion. Oh. Anyway, when's the concert? It's an opera, and you don't have to come.
You just invited me. You can't tell me not to come. That's for me to decide. Oh, then you must be there. I'll sing my heart out just for you. I haven't said I'll go. Are you going to come or not? If you keep teasing me, I might just pretend to cry. Fine, I'll go. Fantastic. I look forward to it. Felix scheint es zu mögen, wenn man für ihn singt. Oder wenn man generell einfach singt. Weil gerade ebenso, er hat es zwar vergessen, so, aber komm, so, ja, ich könnte singen. Du kannst singen? Das ist mit Interesse direkt plus 100. Felix mag es wirklich, wenn jemand singen kann. So, damit haben wir jetzt tatsächlich alle Gespräche von Felix geschafft, ne? Ja, er ist durch. Marion ist auch durch. Hat sonst noch wer? Sie hat 3 Gespräche, du hast 2. Hat jemand ein Gespräch? Ein letztes Gespräch? Das könnten wir uns jetzt vielleicht noch anhören. Oh, Lysithia. Ja, dann könnten wir Lysithias Gespräch heute noch beenden. Oder Raphael. Oder Claude. Wobei, Claude ist noch nicht fertig. Stimmt, Claude ist noch nicht fertig. Ist Raphael fertig? Ja. Und Lysithia auch, ne? Ja. Okay, wollen wir Lysithia oder Raphael? Wir hatten Lysithia heute schon, ne? Bei Felix. Gut, dann machen wir Raphael. Letztes Gespräch für heute, Raphael mit Shamir. Mission complete. We're done here. Let's report back. Well done out there, Raphael. Did I do good? My presence wasn't too leaky or anything? You weren't perfect. But you were good enough. The enemy didn't notice you, and that's all that counts. You should do well in battle, too. Oh, yeah! Thanks for taking me on the mission with you, Shamir. Now, how can I repay you? Please, there's no need. Aw, come on. Don't be like that. I swear, I'll do whatever I can to... Okay, if you insist. Then go back to the way you were. That's enough for me. I don't get it. You're now able to go undetected on the battlefield, but usually you... Ah, I know. I spent too much energy trying to hide my presence. I gotta train more, so it comes naturally. I was actually going to suggest the opposite. Your presence is a comfort to your allies. I am also more comfortable knowing that you're around. Really? If that's how you feel, then we gotta stick together. We can eat meals together, train together, hang out together, or... No. I mean, that won't be necessary. Oh, all right. I guess I'll leave you alone then. That's not what I meant either. I won't stop you if you wish to continue working with me. Let's do recon again sometime. Really? That's great! I can't wait! Raphael war gerade up und down und up und down und up und down und wusste nicht mehr, wie er sich gerade fühlen soll. Okay. Ja, interessant. Auch gutes Gespräch, ne? Und ich gebe Shamir recht, wenn Raphael so laut ist auf dem Battlefield so, stell dir mal vor, ihr seid im Kampf, ja, und ihr habt gerade jemanden weggefetzt und ihr seid voll am Ende, so, ihr könnt nicht mehr, und dann siehst du irgendwie so, keine Ahnung, so 15, 20 Meter weiter weg, siehst du Raphael, wie er voll wütend auf jemanden losgeht, so, und richtig am Rumbrüllen ist und am Rumschreien, und dann denkst, siehst du ihn so und denkst dir, jetzt bin ich auch wieder voller Energie, Alter, let's go, so, das meinte Shamir damit. So, die Motivation erstens, und da ist noch ein Wort, aber das fällt mir gerade nicht ein. Auf jeden Fall, Raphael, es ist besser, wenn du sichtbar bist und laut, weil du damit all den anderen auch aushilfst, dass sie wieder ja, Kraft haben, im Battle weiterzumachen. Felix hat noch irgendwas bekommen, ne? Nicht hier. Eine Kampftechnik hat er, glaube ich, bekommen. Wendige Klinge, genau. Kraft des Angriffs erhöht sich je nach Behandlung der Einheit. Diese deutschen Abkürzungen habe ich einfach... Wir sind Part 101 und ich habe diese Abkürzung einfach immer noch nicht drauf. Tauschen wir das mit dem tiefen Fall. Genau. Damit wir das vielleicht mal eventuell sehen. So, speichern wir das überall ab.
Ja, Leute, ich bedanke mich dafür, dass ihr heute auch wieder eingeschaltet habt, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir haben einige Gespräche freigeschaltet. Es fehlt nicht mehr viel. Diese Gespräche müssen wir uns zwar alle noch anhören, das ist zwar noch viel, aber ich denke, das müssen wir nicht im nächsten Part machen. Wir können jetzt einfach erstmal weitermachen mit der Infiltrierung von Anbar und dann im nächsten Monat nach der Erkundung irgendwann mal wieder, es wird wahrscheinlich wieder hier optionale Fights geben und dann können wir wieder einen optionalen Fight machen und dann nach den optionalen Fights, so wie heute, wieder ein paar Gespräche hören. Meine Stimme verlässt mich schon, deswegen sollte ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, Leute, bei Fire Emblem Three Houses. Der nächste Part wird sehr interessant. Da geht dann die Infiltrierung los. Ich freue mich, ich hoffe ihr auch. Bleibt clean, Leute. Until next time, habt einen wunderschönen Tag oder eine wunderschöne Nacht, je nachdem, wann ihr das guckt. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.